So, hallo und herzlich willkommen hier bei Potters Bluff Reviews. Ich bin schon ein bisschen spät dran, die Oscar-Nominierungen laufen, aber es sollten gleich weitergehen. Und ich wollte einfach nur mit euch kurz drüber sprechen, denn ich will dieses Jahr auf jeden Fall auch die Oscars gucken und bin gespannt, was jetzt noch so passiert. Es wurde jetzt schon einiges nominiert, für Nebendarsteller wurden bekannt gegeben, unter anderem Robert Downey Jr., Robert De Niro und so weiter. Und jetzt geht es, glaube ich, gleich weiter und ich bin gespannt, wer als nächstes nominiert wird. Meine Favoriten sind natürlich The Holdovers, Killers of the Flower Moon und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, was jetzt als nächstes passieren wird, was die Kategorien angeht. Und natürlich unsere Sandra Hüller, deutsche Hoffnung, die bei uns hier tatsächlich direkt aus der Gegend kommt, bin ich sehr stolz drauf. Die mit zwei Filmen vertreten ist: Zone of Interest und Anatomie eines Falls. Bin ich gespannt. So, jetzt sind sie zurück. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, die Kategorien. Original Song kommt jetzt, also Originalsong, nehme ich mal an, Barbie auf jeden Fall. I'm Just Ken von Barbie. Ich glaube, der hat gute Chancen. So sehr ich zwiegespalten bin mit Barbie, aber der Song war ganz lustig. Aber bester Song. Bester Song ist sowieso immer für mich so eine schwierige Kategorie. Ja, sehr schön. Recht zweimal nominiert. Die Barbie-Songs. Ich glaube, der eine hat schon mal Golden Globes gewonnen. What I Was Made For. Score, interessant. Okay. John Williams, sehr gut. So mittelmäßig wie der Film war, so grandios war natürlich der Soundtrack. John Williams und Robbie Robertson, der jetzt leider von uns gegangen ist. Oppenheimer war auch großartiger Soundtrack. Sehr gute Scores dieses Jahr. Sonst auch immer sehr durchwachsen. Beste Dokumentation. Interessant. Ja, vor kurzem auch von uns gegangen. David MG von Dawn of the Dead, der wahrscheinlich hier nie genannt wird, aber auch Norman Jewson ist gestorben gestern. Großartiger Regisseur, unter anderem In der Hitze der Nacht, Rollerball und so weiter. Ja, die Filme hat man meistens nicht gesehen, weil das natürlich nur auf Festivals läuft, großartig. Selten dann irgendwo noch gezeigt wird. Deswegen ist das toll, wenn das hier von der Academy immer anerkannt wird, dass die überhaupt mal ein bisschen Spotlight abkriegen. Größter Skandal ist schon bestes Drehbuch, Maestro, ganz schlimm. Jetzt kommt aber Sandra Hüller hoffentlich. Italien? Der wurde auch schon mehrmals nominiert, jetzt auch für Make-up und nominiert. Wow. Oh, gleich zwei Deutsche. Na gut, ja. Co-Produktion. Das Klassenzimmer wurde, Lehrerzimmer wurde nominiert für besten internationalen Film. Krass. Fand ich übrigens nicht so toll. Hayao Miyazaki. Da hoffe ich ja, dass er endlich mal einen Oscar kriegt, anstatt immer hier diese Disney-Truppe. Ja, gut, selbstverständlich. Ja, unbedingt. Die Ausstattung war auch teilweise von den original indianischen Stämmen bereitgegeben. Napoleon? Naja. Oppenheimer auf jeden Fall. Denke ich, der ich diese Woche im Kino, kann ich nichts zu sagen. Und das wird jetzt interessant. Also ich nehme an, Oppenheimer. Oh, sehr gut. Der Sandra Hüller-Film, Anatomie eines Falls. Jawohl, das ist mein absoluter Favorit dieses Jahr.
Mit Killers of the Flower Moon zusammen. Sehr gut. Oppenheimer auch sehr gut. Also dieses Jahr ist das erste Oscar-Jahr, wo ich mich wieder wirklich interessiere dafür. Davor war es fürchterlich. Oppenheimer unbedingt. War ganz guter Film. Sound. Maestro war Katastrophe. Ja, sehr gutes Sounddesign. Ja. Ja, das wird natürlich sehr speziell. Der kommt bei uns erst Ende Februar im Kino. Das bedeutet übrigens nicht nur CGI-Effekte. Wow, Godzilla Minus One hat eine. Ja, warum nicht? Entschuldigung. Eigentlich hätte der Oppenheimer irgendwie noch als Oppenheimer unbedingt. Das sah auch grandios aus. Alles top gefilmt. Da stimme ich nicht mit überein. Oppenheimer. Wie gesagt, noch nicht gesehen, aber der Trailer sah schon ganz cool aus. Jetzt wird's interessant. Paul Giamatti. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Also Maestro, sorry, Bradley Cooper, kannst du vergessen. Jawohl, Paul Giamatti. Paul Giamatti muss gewinnen. Nein, Cillian Murphy. Cillian Murphy, schwierig, die zwei. Ah, so verschiedene Figuren. Also es wird Paul Giamatti oder Cillian Murphy, nehmt mein Versprechen dafür. Hoffentlich wird Sandra Hüller nominiert. Komm schon, komm schon, komm schon. Habe ich noch nicht gesehen? Ja, das wäre natürlich auch grandios. Er hat ja Golden Globe auch gewonnen. Also für Drama. Ja! Sehr gut. Sandra Hüller, Oscar nominiert. Nein. Absolut nicht. Wow, Sandra Hüller ist nominiert. Das ist, was dieser echt hat umkämpft. Christopher Nolan. Christopher Nolan. Martin Scorsese, natürlich. Das ist ja irgendwie selbstverständlich, hoffentlich. Sehr gut ist ja. Wow. Zwei Sandra Hüller-Filme für den besten Film nominiert. Für beste. Jetzt kommt bester Film. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht. Muss ich gucken, was das ist. Sehr gut. Das ist totaler Quatsch. Also sorry. Netter Unterhaltungsfilm, aber das ist doch kein bester Film. Kannst vergessen. Jawohl. Holdovers wäre der Geheimtipp für mich. Also der könnte gewinnen. Of the Flower Moon. Großartig. Mein Favorit, aber der wird, glaube ich, nicht gewinnen. Weil er zu. Sage ich mal, zu ehrlich ist. Maestro Quatsch. Was sehen wir für dieses Jahr werden? 5, 6, 7. Ich glaube, 10 sind möglich. Zone of Interest. Nein. Fast Lives. Oh, interessant. Sehr gut. Poor Things. Okay. Sieht aus, als ob Zone of Interest nicht geschafft hat. Doch!
Oh, wir haben dieses Jahr volle 10 Nominierten. Siehst du, wie ich gesagt habe, dieses Jahr ist mal wieder ein gutes Jahr. Man kriegt 10 voll. Da wird spannend. Ja. Ja, hoffen wir mal. Zehnter März mit Jimmy Kimmel. Okay, die ist ja eine Stunde früher, ist uns egal. Aber das ist schön, da muss ich nicht so lange aufbleiben. So, das war's dann hier von den Oscar-Nominierungen. Ja, sorry, dass ich ein bisschen zu spät dazu gekommen bin und dass meine Kamera ja voll überbelichtet. Upsala. Ja, ich bin sehr zufrieden dieses Jahr, weil, wie gesagt, die letzten 3 Jahre, das möchte natürlich auch Corona-bedingt sein, waren die ziemlich, ziemlich schwach. Aber dieses Jahr freue ich mich großartig. Meine Favoriten sind ganz klar Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, die Holdovers und natürlich unsere deutschen Filme jetzt. Zone of Interest habe ich natürlich noch nicht gesehen, aber Anatomie eines Falls wäre natürlich toll. Und Sandra Hüller einfach. Es ist Wahnsinn, dass sie nominiert ist. Die kommt bei uns hier um die Ecke, 30 Kilometer entfernt. Und freut mich sehr, dass sie nominiert ist, weil diese Frau hat es wirklich verdient. Die hat sich hochgearbeitet, hat sich immer gute Rollen rausgesucht und hat immer quasi schwierige Projekte rausgesucht, die auch wirklich was zu sagen haben. Und ja, bin gespannt. Zone of Interest werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Der kommt ja kurz vor den Oscars auch noch raus. Das Lehrerzimmer ist nominiert, finde ich für Deutschland gut, aber so insgesamt weiß ich nicht, ob der Film irgendwie, ich weiß nicht, ich finde den Film nicht so toll. Ich finde, er macht so viele Fragen auf, beantwortet nichts und ist irgendwie total unrealistisch in seiner Welt, die er aufbaut, wie die Menschen da drin agieren. So halb und halb. Deswegen finde ich den Film eigentlich nicht gerechtfertigt, dass der nominiert ist, aber besser als mal ein Nazi-Film, ne? Ja, größte Blamage ist natürlich alle Nominierungen für Maestro bis aufs Make-up und Hair-Design. Das war ganz cool. Kamera kann ich unter anderem noch verstehen, aber dafür fand ich den Film auch ein bisschen zu schwach. Da hätte man auch andere Filme nominieren können. Größte Überraschung ist natürlich Holdovers, der einfach ein großartiger Film ist. Er lebt quasi den Geist der 70er Jahre und wenn man so, werde ich übrigens jetzt auch die Tage eine Kritik rausbringen, weil ich da in der München der Premiere war letzte Woche, der läuft ja erst diese Woche an, am 25. Bitte alle reingehen, wer den noch nicht gesehen hat. Und ja, das freut mich natürlich. Soundtrack hat mich sehr gefreut, da waren sehr viele gute Sachen dabei. Dieses Jahr ist wirklich mal wieder Kompetenz dabei. Es sind richtig gute Filme nominiert dieses Jahr. Nicht nur Käse. Barbie natürlich als besten Film zu nominieren ist totaler Käse, weil ja, hier schreibt ja auch Sine Andy. Hoffentlich räumt Oppenheimer kräftig ab. Das hoffe ich auch. Ich habe Oppenheimer tatsächlich gestern Nacht erst wieder geguckt und ich finde ihn einfach grandios. Der erinnert an die besten Zeiten von einem Oliver Stone und auch die ganze, wie er der Film gedreht ist, wie der gemacht ist. Und Cillian Murphy, das wird schwierig. Cillian Murphy und Paul Giamatti, der Underdog-Freund von mir natürlich hofft auf Paul Giamatti, weil er einfach einer der besten Schauspieler ist, der zurzeit arbeitet und diese Rolle einfach perfekt ist. Aber Cillian Murphy reißt hier natürlich auch alles weg, was geht. Und Sin Andi hat ihn auch gestern geschaut. Sehr gut. Deswegen, ja, ich sehe es hier gerade. Siehst du, das sind so die Zufälle. Ja. Ich habe gestern von mir einen Kumpel gezeigt. Der den noch nicht gesehen hatte und da wurde mal Zeit. Soundtrack auch sehr stark, ist auch nominiert. Ja, ich habe den Soundtrack hier auf Platte, tolles Teil. Und ja, es wird sehr interessant dieses Jahr, glaube ich. Und dieses Jahr wird es das erste Mal, wo ich sage, es wird wieder spannend für alle. Weil davor war immer mal ein, zwei Filme dabei, der Rest war echt der Käse die letzten 3 Jahre. Also seit das letzte gute Jahr war hier Once Upon a Time in Hollywood. Danach kam ja Corona und danach waren die Jahre sehr, sehr quatschig. Ich finde es auch gut, dass Napoleon nicht nominiert wurde. Der hat es auch nicht verdient. Er hatte nur so ein paar Sachen hier für Kostüm, glaube ich, jetzt bekommen. Aber wie gesagt, Maestro ist ein absoluter Witz. Und vor allem aber der größte Witz bei Maestro ist, wenn man auf das Schauspiel hier reinfällt, kann ich noch verstehen. Aber das Drehbuch ist eine absolute Katastrophe. Dass man das überhaupt benutzt, ist schon Wahnsinn. Ja, sehr interessant. Ich habe zwar was ich noch nicht gesehen habe, ist der neue Michael Mann-Film, Ferrari, aber ich weiß nicht, ob der ein bisschen zu spät war hier für den Festival-Zirkus. Ist natürlich von der Academy abgestimmt. Sie haben vorhin gesagt, aus 92 Ländern, also die Academy wird jetzt immer weiter verstreut, aber es ist natürlich ein Großteil ist aus den USA. Muss man auch so sagen. Aber ich glaube, hier auch die Europäer haben jetzt hier eingeschlagen, deswegen sind auch so viele internationale Produktionen jetzt nominiert, wie zum Beispiel damals
Parasite und so weiter, die jetzt auch in diese beste Filmkategorie mit überschwappen. Das wäre früher so nicht möglich gewesen, meistens. Hier steht auch, denke Emma Stone wird definitiv einbekommen. Poor Things wieder mal starker Lanthimos. Ja, den habe ich leider noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich gehe die Woche ins Kino. Hat gerade Sine Ende hier geschrieben. Ja, ich hoffe, dass er auch sehr gut ist. Ich gehe die Woche rein. Wie gesagt, ich war letzte Woche in The Holdovers. Diese Woche das. Und das Schöne ist ja bei uns immer, wir kriegen ja die Filme ungefähr immer so, die Oscar-Filme so ein bisschen später. Das heißt, wir kriegen die auch tatsächlich zu den Oscars hin und können die kurz davor noch gucken. Das finde ich ganz cool. Zone of Interest kommt auch noch kurz vor den Oscars raus hier in Deutschland im Kino. Da kann man die dann auch nochmal schauen. Genau. Ja, gespannt. Also bei dem Hauptdarstellerin, ich muss natürlich für Sandra Hüller sein, weil die kommt hier direkt aus der Gegend, die hat tolle Sachen gemacht, die ist ja mit zwei Filmen nominiert, die haben in Cannes schon einiges abgeräumt, bei den Golden Globes hat sie leider nicht gewonnen, aber sie hat natürlich da schon, wie gesagt, großartiges Aushängeschild für uns, finde ich. Aber Lily Gladstone würde ich natürlich auch sehr gönnen von Killers of the Flower Moon und Emma Stone. Was mir auch gefällt, ist bei den dreien, das sind jetzt meine Favoriten, sonst habe ich nie so viele Favoriten. Bei den dreien gefällt mir natürlich, wie verschiedenartig die Darsteller-Performances sind. Ne? Emma Stone, nehme ich mal an, wird sehr physische Darstellung sein. Killers of the Flower Moon ist sehr reduziert, sehr subtil und zurückgehalten, alles brodelt unter der Hälfte. Und Sandra Hüller ist natürlich so ein Psychogramm von einer echten Beziehung in Anatomie eines Falls und bin mal gespannt, was das noch in Zone of Interest wird. Ja, ansonsten, ja, würde ich sagen, das war's hier von mir, glaube ich. Ich bin leider ein bisschen zu spät gekommen, mein Computer hat rumort, die ersten 4, 5 Nominierungen habe ich nicht mitbekommen, aber das könnt ihr jetzt alles nachlesen oder nochmal schauen in dem Stream-Wiederholung oder jetzt auf Listen, die überall auftauchen werden. Ich wünsche auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich bringe die Woche noch die Kritik von Holdovers raus und vielleicht noch ein paar andere Videos. Meine Best-of-Liste von 2023 steht noch an. Vielleicht sind da auch ein paar Filme dabei, die dieses Jahr bei den Oscars nominiert sind. Das werdet ihr dann sehen. Aber ich muss noch ein paar Sachen gucken. So, Sine Andi, vielen Dank für deine Kommentare. Und ja, guck dir auf jeden Fall Holdovers an. Du wirst nicht enttäuscht sein. Großartiger Film. Liebe Grüße an alle. Habt ein schönes Leben. Geht ins Kino. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao.